Go, go. Go, go. I'm all set. Pop. Da ist immer der Gauss-Schuss, der erste, der immer so, hi, bin auch da. Den nehme ich mit. Nein, den nehme ich mit. Okay. Also nimmst doch den du natürlich. Komm, können wir jetzt aufhören, uns einzuteilen? Das ist irgendwie unpraktisch. Okay. Ach komm. Blöd, ich lebe. Kein Kommentar dazu. Na komm, hau rein. Oh. Ach ja, der arme Hagen. Hi. Ah, das sind auch noch mehr. Die Schwebeleiche wurde von dem kleinen Sprinter einfach runtergefegt. So, nervt mich. Oh, da kommt noch mehr Schwebe. Ja. Soll ja auch witzig sein. Kann die irgendwer mal umdrehen? Bin dabei. Perfekt. Jetzt stehe ich hier hinter dem. Perfekt, das ist gerade unglaublich gut gewesen. Ja, hat mich hier gegen den Panzer geschlagen. Na komm. Jetzt weiß ich langsam, warum ist dieses Gegner getötet bei mir immer auf Null steht irgendwie. Weil ich einfach. Ich habe bis jetzt eigentlich fast keinen einzigen Gegner selber gekillt. Leute, ich habe das überlebt. Oh, ich stehe. Markus. Hi. Hey, jetzt bin ich tot. Hä? Wo? Oh. Der hat mich hinten in so einen Baum gekickt und ich habe wahrscheinlich so auf 1 mm Hitbox stehen können oder so. Okay. Dann bin ich gesprungen und es hat mich runtergefickt. No. Und hoch. Mal gucken. 30 Hüpfer und 20 Hüpfer. Das ist eine Runde, in der wir nichts tun müssen. Yay. Ich glaube fast, das machen wir jetzt auch so. Wir gucken einfach zu. Es sind da doch eine ganze Menge, die auf einmal kommt. Wir haben Minen und können danach noch hier angreifen. Ja, dann schau mal, wir haben so viel Turmleben noch. Wir können einfach auf den Kern stellen, von da aus ballern, wenn es nötig ist. Eben. Ja, machen wir das. Ich stelle aber erst noch zwei Plattformen irgendwo hin. Also wenn ich jetzt von hier oben drauf. Ich stelle mal kurz die Optionen nochmal was runter, weil. Sehr viel Partikel, sehr wenig FPS, das ist nicht hübsch. Gibt's hier irgendeinen guten Ausguck aufs Massakerfeld? Ich finde meinen Punkt gerade ziemlich gut. Ja, hier auf dem Silo, auf den Dächern finde ich ganz gut. Oh, ja. Ne, ich gehe auf die Dächer. Okay. Vielleicht die Amt noch boosten? Jo, mach mal. So, wie stark ist 66,8 momentan. Geht. Alter!
die Verlangsamung mich gerade daran hindert, da hochzuhüpfen. Ah. Nebenbei, da kann auch eh gerade keiner lang gehen, oder? Theoretisch. Naja, hüpfe halt, ne? Kommen die hier lang? Können die hier schräg überhüpfen? Ja, die können schräg, ja. Du musst noch einen Block. Aber ein Block reicht, oder? Ein Block reicht. Okay. Dann werde ich nämlich da noch einen hinsetzen, weil das komplett sinnlos ist, aber da müssen die normalen Leute was länger laufen. Es gibt keinen normalen. Wir haben nur Hüpfer. Die brauchen aber was länger zum Hüpfen. Ach so. Ich versuche das gerade zu rechtfertigen. Ach ja, hier unten noch weiter einkreisen, ne? Genau. So. Okay. Ich komme mal kurz hoch zu euch. Um hochzukommen, immer runterhüpfen. So. Jo. Hallo. Ja, hi. Danke. I'm ready. Ready. Sicher, dass das Blatt von das hart aus? Und das war so was zielen. Irgendwie ging das, ne? Ja, eben. Also, die Gauss macht One-Hits. Ja. Ja, normalerweise. Mittlerweile schon, ja, wegen dem. Ich finde das schön, wie man einfach gucken kann, wie die Gauss einfach nach und nach einen rauspickt und PAM! Wieder einer weniger. Mhm. So ein Sniper. Und kommen sie auch schon raus. Wisst ihr, wie man die Huggies ausblendet? Hey. Die springen über die Ecken. Und tot. Und der auch. Bin ich runtergefallen, ups. Einen tollen Aussichtspunkt verloren. Ares ist schön. Ja. Wo ich nichts machen muss, alles automatisiert. Fühlt sich sehr Endgame an. Irgendwie schon, ja. Wo kann man das hart ausblenden? Aha. Man ist ja im Endeffekt auch ziemlich Endgame. Die schaffen aber halt wirklich nicht die zweite Kurve. Nee, ich hab's dir gesagt. Doch, da schaffen die so. Eine Leiche hat die zweite Kurve geschafft. Oh, einer hat es geschafft. Jo. Pam tot. Ja, man muss denken, ne, der Fokus ist dann immer schon eine Weile beschäftigt und dann kommen da so ein paar mehr. Ich liebe den Raketenturm, der einfach so ganz nach oben gerichtet und immer ganz hoch schießt. Immer so in jegliche mögliche Richtung. Ja. Ich find's auch nett, wie die beiden Gauss einfach rumstehen und pam, nächster tot und der nächste. Ach, ist das schön. Ah. Oh, shots fired. Wenn ich so. Geht nothing. Brügelknabe, unsterblich, unnahbar. Okay. Ich hab grad Most Valuable Player gekriegt. MVP, ja. Warum das denn? Ja, weil ich wahrscheinlich am hübschesten aussehe von uns dreien. Okay. Stimmt mal, ich krieg selten's MVP. Eben. Ja, natürlich. Wie könnte es aber nass sein? Ja, sorry. Warum stehen da eigentlich zweite im Rund? Weil einer zu lame ist. Wir müssen den Kern angreifen, nicht vergessen. Jo. So, was haben wir denn jetzt Schönes? Spucker, Matriarchen, Läufer und Schweber und Hüpfer. Ah, okay. Ja, jetzt muss wieder eingreifen. Sicher? Wie bei den Schwebern. Oh, ich will nicht so die Schweber. Immer machen wir die Schweber und er macht die Spucker oben. Ist gut. Yay. Ha, dann lässt du dich ankotzen. Das macht mir nichts, ja. Ich bin da das gewohnt, ne? Ach so. Amp aufwerten. Ja. Nein, so wollte ich nicht. Egal. Ich wollte da gar nicht drauf. Ja. Egal, von hier oben kommen dann die Ampere. Ja, 88, das
sieht doch schon ganz gut aus. Meinst wohl 87,8. Dann mal Ock Ock. Oh jo. Ach, ich muss erstmal ganz. Ja, egal. Die 10 Sekunden habe ich hier. Hi. Hi. 5, 4, 3, 2, 1, ready. Ach, Oma Maxi ist natürlich erst los. Weißt du? Mhm. Nee, egal. Er ist eh immer MVP, also. Pff. Normal. Boom, oder? Headshot. Autsch, das tut weh. Simon! Ui! Ja. Beziehungsweise eigentlich sollten wir ein bisschen aus dem Weg gehen und dann laufen die alle den Weg runter und dann haben wir die alle den Rücken von denen. Just like this. Are you alright over there? So. Und tot. Hipper kann man ignorieren. Wir rollen da von hinten nach vorne auf, logischerweise. Jo. Ja, du warst zu nah dran. Das ist ja auch nicht stört, wenn man die von hinten so abmassakriert. Ja, die haben eine Mission zu erfüllen. Schweben. Das ist anstrengend genug, da können die sich an der Innenkammer noch auf ihr Hinterteil konzentrieren. Cool, ist ja. Wow. Achso. Ich hab deinen Rücken gelasert, deswegen war gerade mein ganzer Bildschirm weiß. Ja, wirklich so. Logische Konsequenz. So. Dann komm mal rein. Lass uns mal da nach vorne. Das. Agus, du machst einen schlechten Job. Was? Ja, wie soll ich das aufhalten? Alleine? Hallo? Dachschaden? Nee, aber du hast eine Ballista. Ja und? Du denkst immer so, sagst, oh, das ist das Geilste. Wow. Ja. Die ist geil und macht viel Schaden, aber sie schafft keine 50 Gegner in 5 Sekunden. Reicht. Dann trainier. Das Kern, warum? Wegen Schokan. Ja. Aber der ist gerade so ein offenes Ziel, der ist down. Und ist hier noch so ein einsamer Krieger, der hier rumläuft und sich toll fühlt, das war er. Sieg! Das war's schon, wow. Ja, das war kurz. Ja, rat mal, wer wohl der Most Valuable Player sein wird. Oh, keine 20. Schade aber auch. Ihr seid knapp an Level 20, oder? Sure. Sag mal die Punktzahl, die ihr gerade da stehen habt. 11.186. Ich hab's schon weggemacht. 8.400 noch was, ich sag's nur, ne? Tja. Aber Simon hat verdammt viel Schaden gemacht. Ja. Hat doch beim viel Schaden erlitten. Woher kommt das, dass ich keine Tötungen habe? Kaum. Ja, tut mir leid, dass ich existiere. Nee, es ist nur, dass du wirklich grundsätzlich den letzten Schuss machst. Du machst kaum Volltreffer. Üben. Das ist ein Unterschied zwischen einer Pumpgun, die 50 Schüsse auf einmal macht, und einer Waffe, die einen Schuss alle 5 Sekunden macht. Du redest dich da nicht raus. Du machst das einfach kaum Volltreffer. Du bist schlecht. Halt's Maul. So. Die nächsten machen wir noch, ne? Wie viel ist gerade? Halb eins. Ja, das wird knapp. Oh komm, die Slums sehen noch einfach aus. Die sehen aus, als wäre das eine unglaubliche Mordsarbeit an Logistik. Ja. Einfach, sag ich doch. Markus, mach. Oh, zeichnest du dir mal wieder ganz anders. Boah, ich werd verrückt, Rosa Bäckchen, Ja. Achso, genau, das ist ja die Superwaffe von Sagens Leuten. Hi. Retaliation time. Bisschen was die Grafik bewundern. Oh, ein neuer Lumentyp. Nennt sich wehrpflichtiger Enhanced. Ah ja. Ja, ich lese mir das gerade durch, also. Ja? Ja, ich weiß.
So, das passt. Und der Spezies ist ursprünglich Homo sapiens, genau. Danke, Simon. So, ui, schön sieht's aus. Die Slums. Ja, die Umgebung hier ist nett sehr gemacht. Sehr düster, sehr Cyberpunk. Ja, so wie ich es mag. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gerade so viele Punkte kriegen, dass ihr Level 20 werdet und ich nicht. Ne? So in der Art. Kann gut sein, ja. Ich finde schon schön, dass ich das erste, was ich sehe, hier unterstrich zeigen einfach steht. An der Wand. Was? Wir sind überall diese Wandkritzeleien. Oder hat nur so irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen an Portal. Wie viel ist, joa. Zeigen ist auch überhaupt nicht verpixelt hier. Ja, ich habe nicht die höchsten Grafikeinstellungen. Ich hab eigentlich die niedrigsten sogar, also. Der ist am Internet. Right Foundation is Freedom. Gesundheit. Danke. Cup Noodles. Oh, schau mal, ein Nudelstand. Miramcore. No lolling? No lolling. Ja, steht hier, mit japanischer Überschrift. Und dann, wenn nicht, no lolling. Da, wo ich gerade stehe, hi. Look at me. Hi. My lol is amazing, what? Ja, super. Und hier machen sie eine Invisible Wall hin. Schlau, wirklich. Klasse. Naja, komm. Klump da. Hab ich hier aber auch, da wo es die Straße runtergeht, ja. Huch. Okay, jetzt bin ich drin, jetzt komm ich wieder raus. Auch das hier eine Invisible Wall ist, finde ich aber doof, ja. Und die ist hier an der Stelle echt blöd platziert. Bäh. Bist du runtergestuckt, oder wie? Ja, nicht wirklich gestuckt, ich hänge halt hier in diesem komischen Tank-Gitter-Bereich fest. Hey, so, jetzt bin ich raus. Pumpy's Pawn Shop. Zeigen. Ich meine, ich laufe nicht den Weg, den ihr schon gelaufen seid, also. Nicht nach links abbiegen, okay. Gibt's hier denn irgendwie keine Hidden Secrets und Stuff? Weil das ist so eine Map, die schreit quasi nach Hidden Stuff. Die schreit nach Treppen, an denen man hängen bleiben kann. Ach, da meinst du die Hidden Wall, ne? Da wo dieser Durchgang ist, ja. Bei der Tür, ja. Einfach mitten in diesen Slums. Diese Lumspawn-Dinger. Das sieht gesund aus. Ist es auch. In dem Transformatorraum. Ah ja, da war ich also auch. Also hier in dieser. Wenn wir hier rauskommen. Über die Kiste. Doppelsprung dahin und dann dahin. So. Ne, das geht nicht, okay, also zurück da. Sonst was Interessantes. Ja, ist die Plörre. Tötet die Plörre? Ja. Hey, have you heard? Okay. Are you alright over there? Schönes Sparkle. Bin abgerutscht. Okay. So, brauchen wir doch auch einen Turm. Okay, ein Ort, der so stark nach Secrets schreit, ohne Secrets auszustatten, ist doof. Tja.
Nächstes Mal Mudcaps, ne, was? Keine Ahnung, das ist schon da so ein bisschen. Ach, wir machen also so einen Gang draus, ja. Ja, aber eben auch wieder hier um eine Ecke alles. Klar. Aber halt so, dass wir beide Ausgänge erstmal praktisch. Eben. So, erstmal unsere Wehrpflichtigen. Nebenbei, wollen wir noch einen Turm setzen? Irgendwas? Wir haben ja noch was da, einen Fokus vielleicht schon oder so. Jo, keine Ahnung. So. Mach mal. Einfach mal da so hin, ne? So, da ist ja egal. Okay. Können wir jetzt halt abreißen. Eben. Mhm. Du kannst mich übrigens mal, das war der Plan von dir, ist mir aber auch egal. Ich meine, ich wusste eh, dass es passiert, aber ich habe gerade eben noch gedacht, dass du gerade nicht exakt rechtzeitig dazwischen springst. Das passt hier perfekt. So, dann die Wehrpflichtigen. Good to go. Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Die mutierten Wehrpflichtigen. Jo. Ach, die Gegner da. Ja. Achso, ließ es nicht durch. Ach, die Gegnerz. Gegnerz töten. Infizierter Wehrpflichtiger. Wow, ich hab sogar recht gehabt. Wie sind das, meine Fresse? Oh. Ach ja, Zombies praktisch. Kriechen auch weiter. Ja. Aber sagen wir so, die haben eine ziemlich große Schwachstellpunkte, den ganzen Kopf zum Beispiel. Jo, halt die Menschen. Stimmt, wenn wir so Menschen hinstellen würden, wäre der Kopf auch ganz klar die Schwachstelle, ja. Okay. Also die haben gleich eine ganz neue, aber man kann die Crawler praktisch. Ach, die stehen wieder auf, ah. Holy shit. Sehr gut, Lumen, Regeneration. Warte mal. Kriegen die Schaden durch die Säure? Säure? Liegt die überall auf dem Boden rum. Ach, hier ist nämlich Säure jetzt gespawnt. Und ne, die kriegen keinen Schaden. Schade. Wie killt man die? Zum Kriechen bringen und einfach draufhalten. Denke ich. Der erste ist beim Kern. Down. Gut. Wow. Ich hab zu fest. Purifizieren. We made it. Einfach diese. Get cleansed! Genau.